Märkte, hört die Signale, möchte man den Aktienmärkten zurufen, meine Damen und Herren, denn es gibt zwei Botschaften, denen sich die Aktienmärkte, naja, ziemlich verschließen. Sie machen sich einfach die Ohren zu und sagen, ach, das hat doch mit uns nichts zu tun. Erste Botschaft der Anleihenmärkte, massiv invertierte Zinskurven, Rezession kommt, Aktienmärkte aber preisen ein Soft Landing ein, passt nicht zusammen. Zweite Botschaft, die von den Märkten nicht gehört werden will, ist das, was die FED sagt. Die FED sagt implizit, wir wollen nicht, dass die Aktienmärkte steigen. Die Aktienmärkte tun es trotzdem oder haben es getan. Also sagte die FED, wir müssen die Zinsen länger anheben oder länger hochhalten, als die Märkte das erwarten. Die Märkte sagen sich, naja, okay, wir kümmern uns jetzt erstmal um die unmittelbare Zukunft und schauen erstmal, wie die Dinge hier weitergehen. Hier zunächst mal das, was von den Märkten komplett ignoriert wird. Oben sehen Sie die dreimonatige und zehnjährige Staatsanleihe Zinskurve massiv invertiert. Jedes Mal, wenn wir so invertiert waren, gucken Sie hier mal auf diesen Bereich, wo das dann in der oberen Teil der Grafik nach unten geht. Das ist eben die Zinsstruktur. Jedes Mal, wenn wir derartig investiert waren, kam eine Rezession und jedes Mal kam es dann zu einem Abverkauf des S&P 500, den Sie unten in der Grafik sehen, wenn Sie das einfach mal abgleichen. Es war einfach nur eine Frage der Zeit. Manchmal dauert das, weil die Aktienmärkte eine gewisse lange Leitung haben. Also Soft Landing eingepreist, Hard Landing aber wahrscheinlicher, das zumindest sagen die Anleihemärkte. Die FED wiederum sagt, ja, also es ist viel zu früh jetzt schon umzusteuern, es ist viel einfacher sich sozusagen da von diesen guten Nachrichten in Sachen Inflation, wir hatten ja die letzten Inflationsdaten aus den USA, die niedriger waren als erwartet, sich da einlullen zu lassen, aber die FED ist sehr geprägt. Das hat heute die Aussage von Mester, sie in etwa im Zentrum der FED steht, was so das Meinungsspektrum betrifft. Da hat sie nochmal klar gemacht, dass die FED Angst hat, zu früh umzusteuern. Das ist so ein bisschen eine Reflexion der 70er Jahre, als die FED eben umsteuerte und die Inflation dann nochmal deutlich nach oben ging. Ballard, der gesagt hat, die Märkte unterschätzen das Risiko, dass wir die Zinsen länger oben halten werden. Also sprich, wir wollen nicht, dass ihr weiter ansteigt. Viel deutlicher kann man es als Notenbanker eigentlich nicht sagen. Und es war nicht nur Mester, es war nicht nur Ballard, es kam dann auch Williams, es kam Barkin, es kam die fette Vizechefin Brainard. Vielleicht hier das Interessante, was Barkin gesagt hat. I'm supportive of a path that is slower, longer and potentially higher for rates. Also die FED will langsamer machen. Das hat man jetzt mehrfach schon signalisiert, etwa im FOMC-Protokoll. Ja, die Zinsen werden wahrscheinlich nicht mehr mit diesen massiven Sprüngen von 0,75% steigen. Sehr wahrscheinlich im Dezember dann jetzt nochmal um 0,5%. Aber eben länger oben bleiben und möglicherweise höher gehen als die Märkte erwarten. Und der Widerspruch, der Teufelskreis ist, je höher die Märkte steigen, umso höher steigen auch die Zinsen, weil die FED eben damit das unterbinden will, was Mester oder was Williams gestern gesagt hat, der New York Fed-Chef, wenn wir konsequente Geldpolitik betreiben, dann kriegen wir die Nachfrage nach unten und das ist das Ziel, das die Fed hat und steigende Aktienmärkte heißen de facto steigende Nachfrage, denn die Leute werden auf dem Papier reicher konsumieren, mehr erzeugen dadurch mehr Nachfrage und genau das ist das Problem aus Sicht der Fed. Morgen wird es dann soweit sein, ihr lieben Kinder, dann wird der Jerome sprechen, 19.30 Uhr. Der Titel seiner Rede heißt The Economy and Labor Market, also die Wirtschaft und der Arbeitsmarkt. Und die FED hat ja immer gesagt, okay, wir haben ja dieses duale Mandat, Arbeitsmarkt ist noch sehr, sehr eng. Also da wird sehr interessant sein, was Paul dazu zu sagen hat. Wird es ähnlich sein wie in Jackson Hole, als er 7 Minuten brauchte, um die Märkte nach dieser massiven Rallye, die von Juni andauerte, bis Mitte August etwa. Dann kam die Rede von Paul und bums ging es deutlich nach unten. Im Mitte Oktober erreichten wir dann ein Tief, seitdem wieder diese Rallye, die wir hier gesehen haben. Dann wieder auch Paul auf der Pressekonferenz versucht, die Märkte nach unten zu drücken. Also ich kann mir nicht vorstellen irgendwie, dass Paul morgen eine sehr dovische Rede halten wird. Und hier sehen wir
wie oft die Märkte schon antizipiert hatten, ah, die Fed macht einen Pivot, 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 wir laufen mal nach oben und jedes Mal, Booms, ging es dann nach unten. Wir sehen, dass die Terminal Rate Expectations nach oben gegangen sind, nach den 4, 5 hawkischen Aussprechern, die wir gestern von der Fed gesehen haben. Also jetzt die Hoffnung auf eine Pause der Fed, die sich allerdings zunächst mal als Illusion herausstellen könnte. Wir sehen auch, dass die Märkte gegen die Logik handeln, die zuletzt immer der Fall war. Eigentlich Ausweitung der Bilanzsumme positiv für die Aktienmärkte, Schrumpfung der Bilanzsumme negativ für die Aktienmärkte. Jetzt haben wir diese Rallye gesehen, trotz deutlicher Schrumpfung jetzt der Bilanzsumme der US-Notenbank. Dennoch, gestern ging es nach unten. Wir sind gestern roundabout bei den Indizes um 1,5% gefallen, meine Damen und Herren. Das war der 57. Rückgang von mindestens 1% in diesem Jahr. Es gab nur 2 Jahre seit 1992 oder wenn wir sogar genauer hinschauen, ja, seit 1992, richtig, wo wir so viele Tage hatten an Rückgängen von mindestens 1%. Das war einmal 2002, da hatten wir 72 Tage und das war einmal 2008, das waren 75 Tage. Sonst sind wir da praktisch an Nummer 3 seit 1992. Das zeigt, wie schwierig dieses Jahr ist und wie verfrüht jetzt hier diese Bullenrufe sind, die sagen, wir gehen auf neue Hochs. Wichtig wird jetzt sicherlich sein, die Daten, die wir wahrscheinlich heute reinbekommen zum Cyber Monday, der ist wichtiger, was die Umsätze betrifft, als der Black Friday selbst oder auch Thanksgiving. Wir dürften hier wahrscheinlich unter 12 Milliarden bleiben. Wir dürfen aber eins nicht vergessen, darauf weist der Lance Roberts hin. Also selbst wenn wir dann jetzt 2-3% steigen, dürfen wir nicht vergessen, dass wenn man das inflationsbereinigen würde, wir ein Minus davor haben. Also faktisch real ist dann weniger Konsum passiert und das ist natürlich klar, wenn die Kaufkraftverluste so voranschreiten. Wir sind seit etwa einem Jahr, verlieren die Amerikaner Geld. Schauen wir uns jetzt noch eine Geschichte an, die, glaube ich, auch mental für die Märkte sehr wichtig ist, diese Auseinandersetzung zwischen Elon Musk und Apple. Jetzt ist es so, dass Apple offenkundig kaum mehr Werbung macht bei Twitter. Man war der wichtigste Werbekunde, der etwa so 5%, also ein Zwanzigstel aller Twitter-Werbeumsätze generiert hat. 48 Millionen Dollar im ersten Quartal. Jetzt hat Apple angedroht, Twitter aus seinem App Store zu schmeißen, wenn Google das auch machen würde, nämlich aus Google Play Apple rauszuschmeißen, Twitter rauszuschmeißen. Dann wäre praktisch Twitter tot, kann man sagen. Dann laden sich die Leute das normalerweise nicht mehr runter. Und jetzt zum Beispiel dann auch sagt jemand, ja, also wenn die Twitter runterschmeißen, Elon, dann könntest du doch praktisch ein neues Smartphone erfinden. Du hast der Tesla erfunden, hat er zwar nicht, aber schwamm drüber. Ne? Also du kannst ja praktisch auch ein Smartphone machen, dann machst du auch so einen App Store und dann machst du das selber und dann sagt der Musk, ja, ich hoffe nicht, dass es so weit kommt, aber das wäre natürlich dann eine Möglichkeit, ein alternatives Phone zu machen. Also wir sehen hier fast schon Krieg, er bedroht im Prinzip auch Apple, pass mal auf, ich mache euch Konkurrenz. Dann sagt er noch, ja, wusstet ihr eigentlich, dass Apple 30% sich die Einnahmen einverleibt, die Firmen haben, wenn ihre App eben runtergeladen wird aus dem App Store? Da wird schön abgegriffen von Apple, ein nicht unwesentlicher Gewinn für oder ein nicht unwesentlicher Teil des Gewinns bei Apple. Also das ist schon natürlich ein sehr, sehr heißer Kampf, der da tobt. Und auf der anderen Seite sehen wir die Krypto-Turbulenzen weitergehen. Bitfront ist jetzt, die Kryptobörse Bitfront schließt jetzt. Gestern hatten wir ja den Krypto-Kreditgeber BlockFi, der nach der FTX-Pleite jetzt dann auch pleite gegangen ist. Und ein Artikel im Wall Street Journal bringt es auf den Punkt, you can't manipulate something forever. Reality eventually replaces delusion. Also, du kannst die Dinge nicht immer manipulieren. Irgendwann setzt sich die Realität durch. Und die Realität der allermeisten Kryptos, mit Ausnahme vielleicht von Bitcoin und Ethereum, ist, sie haben null Wert, null. Sie sind ein Produkt letztendlich einer ultralaxen Geldpolitik. Dadurch konnten sie ihren Aufstieg feiern. Heute zum Beispiel steigt Dogecoin
wieder deutlich an, auch gestern schon angestiegen, in der Hoffnung, Musk würde das irgendwie als Zahlungsmittel dann etablieren können. Auch das wird Bullshit bleiben, aber jedem wie er mag, dann kann er halt den Bullshit kaufen. Wir sind jetzt vorbörslich zumindest, was die Futures betrifft, positiv gewesen. Warum? Weil eine Pressekonferenz angekündigt wurde von der Gesundheitsbehörde Chinas. Und im Vorfeld hatten wir schon etwa Artikel von Xinhua, der Nachrichtenagentur, die sagt, ja, diese permanenten PCR-Tests, die sind vielleicht unnötig, die müsste man gar nicht machen. Daraufhin, weil eben Pressekonferenz angekündigt wurde, dann ein solcher Artikel erscheint. Hang Seng 4% gestiegen. Rumor, dass praktisch jetzt die chinesische Führung die Zero-Covid-Politik beenden würde und damit auf die Proteste reagiert, die nicht stattfinden konnten gestern, weil schlichtweg überall Polizei war, die das massiv unterbunden hat. Also große Hoffnungen auf eine Änderung der Covid-Politik. Dann auch Hu Xixin, ehemaliger Chefredakteur der Global Times, der Regierungszeitung im Prinzip, der sagt, ja, viele Chinesen fürchten sich nicht mehr, infiziert zu werden. Und überhaupt sei ja diese Variante doch eigentlich relativ harmlos und so weiter und so fort. Also hier scheinbarer Rückzieher. Und dann allerdings die Pressekonferenz. Und was haben die gesagt? Ja, also wir wollen jetzt beschleunigt über 80-Jährige impfen. Das ist natürlich eine totale Enttäuschung. Das ist alles andere als Zero-Covid-Politik. Jetzt zu sagen, ja, wir wollen die über 80-Jährigen impfen. Mit welchem Impfstoff denn? Dem vertrauen Sie sowieso nicht. Warum haben Sie, wenn Sie so fürchterlich Angst haben vor Corona, nicht zumindest versucht, mit dem eigenen Impfstoff hier wirklich konsequent umzugehen? Das ist nicht passiert. Wahrscheinlich misstraut man diesem Impfstoff. Die westlichen Impfstoffe will man nicht haben. Wir sehen auf der anderen Seite, dass die Zensur im Internet jetzt nochmal verstärkt wird. Wer irgendwelche Geschichten liked, alleine die sozusagen nicht konform sind, der wird dieser Meinung zugeordnet, der macht sich damit auch strafbar und so weiter und so fort. Wir sehen, dass übrigens seit Jahren Kapital aus China abfließt. Also nichts von wegen in Sachen Lockerung, sondern man will jetzt über 80-Jährige impfen. Das ist sehr, sehr wenig. Das ist eigentlich eine glatte Enttäuschung. Dennoch, der Yuan aufgewertet zum Dollar. Hier sehen wir Dollar-Yuan, nachdem es ja zunächst mal für den Yuan nach unten ging, aufgrund der Proteste am Wochenende. Dann die Erholung eben aufgrund dieser Hoffnung, ja, da wird die Corona-Politik gelockert. Nach meiner Auffassung ist das praktisch gar nichts, was da jetzt beschlossen wurde. Der Chart, falls Sie es fragen, von Capital.com. Wir sollten nochmal die Rolle von Apple beleuchten. Apple hat aktiv jetzt Funktionen abgeschaltet, wohl auf Geheiß der chinesischen Regierung, die es den Leuten ermöglicht hätte, leichter ermöglicht hätte, sich zu treffen. Dennoch Apple, die praktisch hier dieses System fördern, praktisch letztendlich diese Ausbeutungsmethoden der Menschen, der Arbeiter letztendlich weitgehend ignorieren, sind in jedem ESG-Fonds, ich habe das gestern schon gesagt, schon in 2016 hat Apple das getan, was die Kommunistische Partei wollte und hat hier bestimmte Funktionen eingebaut. Also Apple ist ein nicht unwesentlicher Teil des Überwachungsapparats oder Technologie von Apple. Und das sollte endlich mal auch ins Bewusstsein kommen, dass hier diese Saubermänner, die dann gegen Elon Musk schießen und Twitter böse, weil der irgendwelche Accounts oder alle Accounts wieder freischalten will, das passt nicht zusammen. Da ist etwas aus dem Ruder gelaufen. Das gilt möglicherweise auch für die Märkte, um mal wieder dazu zu kommen. Wir sehen Bullish und Bearish Signals. S&P 500 und Nasdaq unten, da sehen wir, das beginnt zu drehen. Wir sehen, dass hier der VIX eine bullische Wedge macht, aus der er ausbrechen dürfte. Wir sehen oben den Abwärtstrend. Vielleicht können wir da nochmal zur oberen Begrenzung des Abwärtstrendkanals. Wir haben den 200-Tages-Durchschnitt jetzt bei 4056 Punkten. Etwa da würde auch dieser Abwärtstrendkanal verlaufen. Also selbst wenn wir da hinlaufen, würde das noch nicht bedeuten, dass die Kuh vom Eis ist. Wir sehen den Dow auf Tagesbasis jetzt seinen steilen Aufwärtstrend gebrochen nach dem langen Siegeszug. Und das ist eine wahrscheinliche Variante, die Ron Walker hier aufzeigt. Nochmal ein bisschen nach oben eben. Positive Futures wegen China. Oh, Hoffnung, dass da irgendwas in Sachen Zero-Covid-Politik passiert. Aber
Das halte ich für unwahrscheinlich, weil Xi Jinping damit sein Gesicht verlieren würde, wenn er sagen würde, jetzt alle Maßnahmen, die wir vorgemacht haben, die waren eigentlich für die Katz. Das ist nicht machbar, das ist nicht plausibel, das ist der Bevölkerung, die unter diesen Maßnahmen so leidet, logisch nicht zu verklickern, also sehr unwahrscheinlich. Das also wäre der logische Verlauf, der wahrscheinlichste Verlauf, mit möglicherweise Aussagen von Paul am Mittwoch. Am Donnerstag haben wir die PCE-Inflationsdaten, am Freitag dann die Arbeitsmarktdaten aus den USA. Lagarde hat sich gestern ja geäußert und hat gesagt, also ich wäre überrascht, wenn die Inflation in Europa gepiekt hätte. Kurz vor einem Jahr war sie noch überrascht, dass überhaupt Inflation ist, und dann hat sie versprochen, wir werden die Zinsen auf gar keinen Fall anheben. Jetzt glaubt sie, dass die Inflation weiter steigen wird, aber wir bekommen erste Zeichen dafür, dass die Inflation jetzt erstmal zurückgehen wird. IFO-Institut etwa, weniger Firmen wollen ihre Preise erhöhen. Die Zahl ist unter 50% gefallen, immerhin. Heute bekommen wir die Verbraucherpreise. VPI erwartet 10,4. Da kommen ja Bundesland nach Bundesland. Am Anfang immer Nordrhein-Westfalen, und da minus 0,8% zum Vormonat. Also das dürfte deutlich tiefer ausfallen. Dadurch dürfte also kurzfristig zumindest erstmal die Inflation ihren Zenit überschritten haben. Kein Wunder, wenn der beste Kontraindikator der Welt, Frau Lagarde, sagte, ich glaube nicht, dass das der Peak der Inflation ist, dann ist er das aber wirklich. Und hier sehen wir mal, die Inflation hat im dritten Quartal 2022 zu einem Reallohnrückgang von 5,7% geführt. Das ist also das, was die Leute faktisch weniger an Kaufkraft haben. Also das ist natürlich etwas, was dann wiederum diese Rezession sehr wahrscheinlich macht, auch in Deutschland. Hawkische Fed-Mitglieder kündigen weitere Zinserhöhungen an. Zinserhöhungen langsam, aber dafür höher. Das ist genau das, was Sie wissen müssen, wenn Sie sich mit den Märkten beschäftigen. Das ist zumindest das, wovon ich denke, dass es der erste Irrtum der Märkte ist, dass sie das irgendwie nicht zur Kenntnis nehmen wollen. Erste Artikelempfehlung dazu. Und zweite Artikelempfehlung zu Rezession global, invertierte Zinskurve, und zwar global, nicht nur in den USA, sondern global. Erstmal seit mindestens 22 Jahren sind die Zinskurven weltweit eigentlich invertiert, zumindest in den wichtigsten Räumen, Wirtschaftsräumen. Das ist die zweite Empfehlung, meine Damen und Herren. Schauen Sie sich das mal an. Jetzt sage ich erst einmal Servus und Ciao.